Das ist eine Testaufnahme. Na, Test nicht bestanden. So, dann werden wir mal probieren. Wo müssen wir jetzt hier raus? Da drüben, ne? Wir haben Automatik. Ich weiß jetzt nicht, wie laut man das Lenkrad hört im Mikrofon. So. Na, dann geben wir mal Gas. Und donnern mal hier vom Hof. Richtung Frankreich. Mal Licht anmachen. So. Ist natürlich doof, dass wir jetzt genau in der Nacht fahren. Aber das ist ja bloß eine Testaufnahme jetzt hier, weil ich das Lenkrad wieder ausgekramt habe und ich mal gucken wollte, wie das mit dem Lenkrad und dem Aufnehmen und mit dem Mikrofon alles so klappt hier. Ja, klappt ja super. Ah, da gehen die Schranken unter, ja, oder? Ist das ein Bahnübergang, der da blinkt? Na, gucken wir mal. Okay. Ich habe jetzt das neue Add-on installiert. Ja, was denn nun hier? Wir fahren rüber. Nach dem Go East oder Going East Add-on, was halt die osteuropäischen Länder mit aufgenommen hat. Und den Skandinavien-Add-on wurde vor kurzem Frankreich hinzugefügt. Und das nennt sich da FIFA La France. Ich kann kein Französisch. Ja, Gabriel Paruski. Okay. Das ist natürlich schlecht, dass es jetzt gerade Nacht ist, da sieht man nichts. Oh. Wollte das Fernlicht einschalten, aber irgendwie. Naja, egal. Von 90. Okay. Ich glaube, das ist immer noch auf dem normalen alten Gebiet. Ich kann mich jetzt nicht mehr recht erinnern, ob da schon so eine Grenzstädte mit dabei waren in dem neuen in dem alten Programm. Und welche Städtchen jetzt dazugekommen sind. Wenn man die Verpackung anguckt, die Bilderchen, die sehen ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt fängt es auch an zu regnen und jetzt weiß ich gar nicht mehr den Tastenkombi für den Scheibenwischer. Das war die Hupe. Das ist die Lichthupe. Ah ja. Müssen wir nochmal ins Menü gehen.
Tanken müssen wir nicht, ist noch voll. Ja, tut mir leid, da muss ich noch mal kurz ins Menü. Puh. Joy Left Pedal. Tja, welche war das? Es ist ein bisschen, weil ich hier am Lenkrad sitze und die Tastatur gleichzeitig bedienen müsste. Das andere war ja P für den Scheibenwischer. Na, dann nehmen wir den. Hoffentlich haben wir so eine Wischautomatik. Wie viele Kilometer haben wir noch? 120 im Spiel. 2 Stunden, naja, und sogar 2 Minuten sein. In Real-Time. Na, hier sieht man natürlich kaum was im Dunkeln. Oh, da kommt sogar mal was entgegen. Hey, ich wollte ja eigentlich... Hui! Oh, 2 Spuren hier. Oh, was ist denn das für eine Straße? Die ist ja völlig kaputt da. Seht ihr das auf dem Navi? Fahren wir mal langsam. Ah, zu stark abgebremst. Da Luxemburg. Burg. Was weiß ich. Luxemburg auf Deutsch. Fertig. Auf der Karte sieht es anders aus. 50. Oh. Der fährt aber nicht 50. So. Rote Ampel. Der erste Aufenthalt. Okay, da müssen wir hier durch die Stadt fahren. Da müssen wir hier links. Bei einem Unfall gebaut hier mit dem Pseudo-Passat, der hinter uns wartet. Sehr freundlich. Okay. Und dann gleich wieder rechts. Zack. Und grün. Gibt Schubrakete. So, ordentlich um die Kurve hier fahren. Dann ein paar Straßen weiter geradeaus. Und da vorne denke ich mal an der Ampel wieder rechts. Hätten wir das nicht auch irgendwie umfahren können hier? Kommt mir so seltsam vor. Hui. Ein Bus. Ne, hätten wir nicht, ja. Na gut. Dann fahren wir mal hier wieder weiter. Schalten wir mal ein Tempomat ein mit 50. Sollte das nicht 50 fahren bloß? Okay, also hier nicht, sondern... Ach, da auf die Autobahn, auf die A6. Richtung... Irgendwo hin. So. Also mit dem Lenkrad macht sich das wesentlich besser als mit der Tastatur. Das kann ich euch schon mal verraten.
quält er sich hier die Steigung hoch. Und durch 22 Tonnen Fracht. Dann wechseln wir mal die Spur. Wir sind geradeaus. Schön geblinkt, ne? Super. Und wir fahren ein Renault, oder? Das passt ja zum Frankreich-Add-on. Außer nicht mein LKW, sondern ich bin jetzt hier Auftragsfahrer. Ich habe Eurotruck-Simulator schon vorher ein ganzes Weilchen gespielt. Ich glaube so 60 Stunden. Gibt sicherlich welche, die das Zehnfache gespielt haben. Aber der Spielstand, der ließ sich nicht mehr laden, ist immer das Spiel abgestürzt. Also habe ich neu angefangen, bin jetzt Level 2 oder sowas. Und muss mir die ganzen lukrativen Fahrten noch erarbeiten. So, hier fahren wir geradeaus. So, regnet nicht mehr, dann können wir den Scheibenwischer abmachen. Ausschalten. So, Mikrofon ein Stückchen höher. So. Probieren wir mal. Ich glaube, unser Zielort ist Reims. Oder? Oder Metz? Hab heute irgendwie ein ganz kurzes Kurzzeitgedächtnis. Okay, fahren wir 90, Tempomat auf 90 eingestellt. Anscheinend dürfen wir hier 90 fahren. So, und da müssen wir dann rechts runter, so wie es aussieht. Oh, 50. Ein bisschen bremsen. Also die Bremse ist mit dem Lenkrad relativ stark, aber das habe ich bei der Tastatur glaube ich auch festgestellt. Erster Aufenthalt in Metz. Na? Hier war ich doch noch gar nicht. Muss doch jetzt die Meldung kommen. Ah, jetzt erst. So, hier fahren wir links rum. Zack. Rote Ampel. Gegenverkehr beachten. Schulterblick. Oh, das ist laut. Lauter draußen. Ich will den Kopf reinnehmen. So, da sind wir ja schon fast da. Das wird ja spaßig. Einparken. Wollt ihr das wirklich sehen? Wir sind auf der Hauptstraße und die Ampel leuchtet gelb. Oder blinkt gelb. Das blinkt doch immer auf den Nebenstraßen gelb, oder? Täusche ich mich da jetzt? Wenn es jetzt neuerdings anders ist, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. So, hier müssen wir hin. Nee, oder? Doch. Einmal um die Halle rumfahren, wa? Ja. Na, dann fahren wir mal hier um die Halle rum. Dann Metz. Ach, da müssen wir uns abstellen. Aha. Ach, das geht ja. Hoffe ich. Fahren wir hier hin. So.
dich ein bisschen rum. So. So, wie war denn das mit dem Rückwärts? Ah, okay. Auweia, das wird doch nix. Ah, hier sieht man wenig. Ich muss mal nochmal gerade ziehen. Wir müssen auf alle Fälle gerade ziehen. Ah, wie sieht's da aus? Total schief. Moment. Geradeaus. So. Irgendwie muss ich mit der Steuerung nochmal üben. Arbeitsagentur entdeckt. Reicht das nicht, wenn ich den Auflieger erstmal parken? Schaffe zu parken, bevor ich zum Arbeitsamt gehe. So. Jetzt muss ich. Nee, andersrum. Noch ein Stück dahin. Und dann gegenlenken. Und dann wieder gegenlenken. Ah, das war schon zu viel. Oh, das wird nix. Ach komm. Fertig. Geschafft, habt ihr doch gesehen, stand richtig drin. So, hier seht ihr, Level 2, Level 3, ich bin noch Neuling. Fortfahren. Okay, das war die erste Fahrt. Wir können ja mal gucken, Auftragsangebot, schnelle Aufträge, dass wir ein bisschen weiter nach Frankreich reinkommen. Wir sind jetzt in Metz. Und da können wir nach Paris fahren. Paris ist, glaube ich, auf alle Fälle nur im neuen Add-on verfügbar. Und wie die Strecke aussieht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.